Das Kursmassaker bei Nvidia geht weiter und eine russische Hackergruppe behauptet, dass man die Fed gehackt habe und unfassbar viele Daten gestohlen habe. Das Ganze mit einer Erpressungsfrist von 24 Stunden, sonst werde man hier weiter agieren. Das ist das, was heute wohl die Märkte bewegen wird. Schauen wir uns die Dinge mal an, startend mit Nvidia. Und das Interessante ist, passiert ohne Nachrichten. Da kommt nichts Negatives, wo man sagt, naja gut, dass diese Aktie, die vorher so gelaufen ist, jetzt mal fällt, das macht ja durchaus Sinn. Nein, es scheint die Schwerkraft zu sein, die auch für eine Aktie wie Nvidia gilt. Und Nvidia schien ja sozusagen zu wachsen wie Bäume in den Himmel. Allerdings passiert es dann manchmal wie bei Asterix, dass einem dann der Himmel auf den Kopf fallen kann. Schauen wir uns die Dinge mal ein bisschen genauer an. Und wir sehen eigentlich ziemlich positiver Handelstag für die meisten Aktien an der Wall Street gestern. Das war ja in letzter Zeit anders, da hatten wir mit miserabler Marktbreite einige wenige Aktien, eben wie Nvidia, waren gestiegen, hatten dadurch die Indizes nach oben getrieben, aber wir sehen vor allem Chips wurden verkauft, Broadcom wurde abverkauft, AMD schwach, also vor allem die Chip-Aktien schwach und der Nasdaq deutliche Minus, Nasdaq 100 1%, gut 1% im Minus, aber 62 von 100 Aktien sind gestiegen, gestern 38 nur gefallen. Das zeigt sozusagen, dass die Schwergewichte, wie eben Nvidia es waren, die das Ganze mit nach unten gezogen haben. Interessant übrigens auch, dass wir gestern den besten Handelstag hatten für Energie oder für den Energiesektor in Relation zum S&P 500. Sehen wir hier nochmal genauer, wenn Sie oben mal gucken. Energy 2,5%, Utilities und Consumer Staples, also alles defensive Sektoren, vor allem Utilities und Consumer Staples vorne und dann Consumer Discretionary und vor allem Technology ganz hinten, dementsprechend der Dow im Plus, S&P moderat im Minus, aber Nasdaq 100 dann 1,15% im Minus. Wenn wir uns den Technologiesektor mal genauer anschauen, also Technology, dann gibt es ja verschiedene Komponenten wiederum innerhalb dieses Technologiesektors. Und das, was nach unten gezogen hat, ist vor allem Semiconductor, also die Halbleiter sind es. 4,82% ging es da nach unten und insgesamt jetzt mehr als 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Das ist mehr, was hier verloren wurde von Nvidia, mehr als Johnson & Johnson, mehr als Home Depot, mehr als Bank of America, mehr als Netflix, mehr als der gesamte Aktienmarkt in Singapur wert ist. Interessant ist, dass um und bei 90% aller Analysten Nvidia auf Kaufen gestellt haben. Vor 10 Jahren waren es nur 30%, vor der Finanzkrise waren es um und bei 70%. Also kaufen, 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 so wie meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die eben gekauft hat in diesem Chart, der schon nach negativen Divergenzen geschrien hat, nach einem Rücksetzer geschrien hat. Hier sehen wir oben, ich hoffe, Sie können sie kennen, Nvidia jetzt am 25er Tagesdurchschnitt. Den 12er hat man entspannt durchkreuzt. Das ist das erste Mal jetzt seit einiger Zeit, dass da auch charttechnisch, was die gleitenden Durchschnitte betrifft, ein bisschen Schaden angerichtet wurde. Time to sell Nvidia. Cathy went all in. Da lachen die Herren amüsiert. Und das Interessante ist auch, Nvidia war einen einzigen Tag das wertvollste Unternehmen der Welt. Und das erinnert so ein bisschen an Cisco, die ganze Geschichte. Nvidia, by the way, hat 98% über seinem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt. Das hat es noch nie gegeben bei einem Schwergewicht in den USA. Cisco hat damals 80% im Top über seinem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt, als man Microsoft im Jahr 2000 überholt hatte. Und so ist jetzt Microsoft wieder die wertvollste Firma der Welt mit 3,3 Billionen, Apple um und bei 3,2 und Nvidia jetzt nur noch 2,9 Billionen, jetzt immer noch sportliche Bewertung, aber halt nicht mehr ganz so krass. Nvidia jetzt gut 15% in den letzten 3 Handelstagen verloren. Das ist der größte 3-Tages-Verlust seit Dezember 2022. By the way, man hat so viel verloren wie AMD und IBM wert sind zusammen, also die beiden Chip-Konkurrenten. Und heute wird es sehr spannend, nachbörslich kommen
Die Zahlen von Micron, auch ein Chipkonzern. Hier wird eine Bewegung von $17 erwartet. Also, wenn die jetzt toll ausfallen und diese KI-Manie weiter anhält, dann können wir durchaus eine Erholung sehen. Wenn da aber erste Bremsspuren erkennbar sind, dann uiuiui, dann könnte es ungemütlich werden. Das wurde es ja schon bei Nvidia. Wir haben ziemlich genau beim 38,2er Fibo Retracement Level geschlossen, nachbörslich. War es dann 116,57 um und bei 7% ja die Aktie verloren, dann nachbörslich nochmal ein bisschen Runde. Erste Mal seit gut 2 Jahren, dass man eben mindestens 3% verloren hat. Und Jim Cramer hat kürzlich noch gesagt, also Nvidia muss man haben, aber sollte man nicht traden. Ja, es ist auch für diejenigen, die es haben, wenn sie zu spät eingestiegen sind, und das sind ja fast immer die meisten, ist das ein bisschen schmerzhaft. All das in einer Situation, wo Nvidia bepreist ist, als würden sie in etwa 10 Jahren 1 Billion Umsatz machen pro Jahr. Das hat bisher noch nie ein Unternehmen auch nur ansatzweise geschafft. Wir sehen, dass Technology unfassbar überkauft war, dass diese Parameter extrem waren. Wir sehen jetzt zum Beispiel, Technology-Sektor hat ein Price-to-Sales-Ratio von um und bei 10. Das ist deutlich höher als 2021, also als die Euphorie groß war. Fed hat die Zinsen auf 0 gesenkt etc. Hat sich jetzt mal in einem Jahr mehr als verdoppelt, diese Kennzahl, also diese Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatz. Gestern hatten wir haben wir jetzt den größten Rückgang des Tech-Sektors seit Mitte April, und auch das alles andere als, ich sag mal, erstaunlich, wenn wir sehen, dass der Nasdaq ja jetzt den S&P 500 so stark outperformt hatte wie seit knapp 30 Jahren nicht mehr. Und dann solche Leute kommen wie Tom Lee, der ja gehypt wurde, weil er bullish war. Dann sind die Märkte gestiegen. Wow, der Typ hat Ahnung, der Typ ist es. Und der sagt jetzt, ja, Ende 2030 wird der S&P 500 auf 15.000 Punkte steigen, also sich knapp verdreifachen. Argument, interessant. Erstens sagt er, Technologie wird etwa 40-50% der Marktkapitalisierung haben in Relation zu 20% heute. Und anders als in der Dotcom-Blase sei es derzeit nicht so, dass übergehypte IPOs auf den Markt kommen, also Börsengänge. Okay, aber ich denke schon, dass wir trotzdem eine ziemlich heftige Euphorie haben, auch wenn es mit den IPOs in der Tat jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. John Hussman dagegen sagt, der S&P könnte 70% fallen, weil wir so viele Warnsignale haben. Wer hat recht jetzt? Jedenfalls sehen wir, dass die Marktkapitalisierung der Amerikaner jetzt in Relation zur Gesamtwelt knapp 50% ist. Das heißt, die Hälfte ist dieser Aktienmarkt. Damit ist Folgendes passiert. Wir haben uns fast verdoppelt seit der Finanzkrise. Also die Amerikaner werden immer dominanter, die Tech-Konzerne sind immer dominanter geworden. Und hier ein bisschen Hoffnung für die Bullen. Der Juli tendiert dazu, ja, sehr, sehr gut zu sein. Gerade der Anfang Juli, und da ist er nicht mehr so weit hin, meine Damen und Herren. Aber schauen wir uns mal hier Folgendes an. Wir sehen links Triple Q, also den Nasdaq oder das ETF darauf, und rechts den SOX, also Halbleiterindex. Und hier sehen wir, der SOX ist technisch schwächer inzwischen, obwohl er ja vorher so super bullish war. Jetzt sind maßgebliche gleitende Durchschnitte gebrochen worden. Und it's all about liquidity. Es ist die Liquidität, wie wir gleich sehen werden. Bitcoin hier zum Beispiel hat eine Korrelation mit 93% etwa zum Tech-Index Nasdaq. Hier sehen wir also, es ist alles ein Trade, sagt hier Sven Henrik, und Bitcoin war ja ein bisschen jetzt unter Druck gestern. Und woran liegt das? Die Liquidität im Bankensystem ist geringer geworden. Das haben die Aktienmärkte lange ignoriert. Bitcoin hat ein bisschen früher darauf reagiert, offenkundig. Jetzt scheinen die Aktienmärkte darauf zu reagieren. Bank Reserves at the Fed ist normalerweise ziemlich parallel laufend mit der Entwicklung auch der Aktienmärkte, respektive Bitcoin. Jetzt sehen wir, dass hier reagiert wird. Jetzt kommen wir mal zu dieser ganzen Geschichte
Mit der FED, die Hackergruppe, die russische Hackergruppe Lockbit 3.0, die eine Ransom as Service betreibt, also wenn Sie praktisch, wollen Sie irgendwo Schaden anrichten, rufen Sie uns an, gell, wir machen das entsprechende Virus für Sie, gell, Viren, schnipp, schnapp, angeblich 33 Terabyte an sensiblen Bankdaten hat man erbeutet, das ist eine Menge Holz, ja. Und das alles mit einer Lösegeldfrist, die heute ablaufen wird. Jetzt wird das hier alles detailliert aufgelistet, von wem man das alles geklaut hat. Ich kann nicht beurteilen, ob da was dran ist oder ob das Propaganda ist. Eins aber scheint klar, es gäbe ein gutes Motiv dafür, denn die Russen sind ja not amused über den Angriff der Ukraine gestern auf die Krim. Wobei einige Leute ums Leben gekommen sind, viele Verletzte wurden, da wurde auch ein Strand getroffen in Sevastopol und das hat die Ukraine gemacht mit amerikanischen Waffen. Jetzt sagen die Russen, naja, das können nur die Amerikaner ja mitgestaltet haben, weil die überhaupt nur die Lenkungsfunktionen etc. kontrollieren können. Also hat man hier gesagt, da wird es eine Revanche geben und das könnte eine Revanche gewesen sein. Heute Nacht übrigens, Angriff der Ukraine auf Belgorod, also diese russische Stadt in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Also die Motivlage wäre absolut da, dass man hier sozusagen jetzt ein anderes Niveau erreicht hat, dass jetzt hier die Dinge doch sich ziemlich, wie soll ich sagen, auf eine negative Eskalationsspirale begeben haben. Von daher würde es passen. Und dann haben wir natürlich eine Fed, deren Vertreter, so wie etwa San Francisco Fed-Chefin Daley, ich sag mal eher Vogue und eher Wert legt auf die richtige Haltung, als irgendwie durch intellektuelle Brillanz aufgefallen zu sein. Die gute Frau Daley hat ja sozusagen komplett verpennt, was da bei diesen ganzen Banken wie Signature Bank, Silicon Valley Bank etc. los war, für deren Aufsicht sie zuständig war. Jetzt hat sie geniale Sachen gesagt, es gibt keine Evidenz einer Stagflation oder einer Rezession in Zukunft. Interessante Aussage, daran werden wir Sie erinnern. Und der US-Aktienmarkt mit einer Rallye, das zeige den Enthusiasmus für die Zukunft. Ja, das sagt Sven Henrik. Hat überhaupt nichts zu tun mit der extremen Liquidität und den lockeren Finanzkonditionen, die Fed ja selber letztendlich geschaffen hat. Come on, stop bullshitting us, sagt der gute Sven Henrik und da hat er, glaube ich, einen Punkt. Also wir haben es mit einer Truppe zu tun, wo eben solche Leute wie Daley mehr Haltung als irgendwie wirklich, sage ich einmal, Kompetenz haben. Dementsprechend kann es durchaus sein oder kann ich mir vorstellen, dass diesen russischen Hackern das gelungen ist. Ah, by the way, die Fed hat doch einiges jetzt an Staatsanleihen verkauft, 60 Milliarden Dollar in einem Monat. Wir sehen auch ausländische Banken und Commercial Lenders, die sich mehr und mehr verabschieden aus diesen Staatsanleihen. Und das ist natürlich ein Riesenthema dann auch. Wie kriegst du das Ganze refinanziert? Jetzt schwenken wir mal nach China. Da hat Xi Jinping jetzt doch mal aufgefordert, die Tech-Dominanz der Amerikaner zu beenden. Außerdem will man den Finanzmarkt mehr attraktiv machen, so eine Agenturmeldung aus China. Dann fragt ein zynischer Kommentar, interessanter für die Bären oder für die Bullen? Und zuletzt war es ja eher für die Bären interessant. Rechts sehen wir übrigens interessant. Alles aus Europa kommt aus Deutschland, alles in Deutschland kommt aus China. Hier praktisch Main Import Partner. Interessante Grafik, wie finde ich, hoffe, Sie können die sehen. Und Sid Donald hat sich jetzt geäußert und gesagt, also diese Umweltwokeness sorgt dafür, dass die Amerikaner den Kampf um technische Überlegenheit verlieren werden. Da hat er vielleicht sogar einen Punkt, wenn du solche Leute wie Daley hast, die vor allem Vogue, aber weitgehend ahnungsfrei sind, dann hast du natürlich vielleicht nicht die besten Karten. Nicht die besten Karten hat heute, auch wenn wir nach Germania springen, Airbus. 8% im Minus jetzt, wie ich gesehen habe, nachdem man die Guidance, also den Ausblick für 2024, gesenkt hat wegen Supply Chain Headwinds. Also man bekommt bestimmte Teile offenkundig nicht. Oh, das ist schon lange her, dass wir solche Schlagzeilen haben. Natürlich hat sich Airbus dennoch deutlich besser entwickelt als Boeing. Dennoch hier in Deutschland so eine Umfrage jetzt von YouGov. 70% der Deutschen bescheinigen Deutschland einen schlechten Zustand.
Also die Unzufriedenheit ist extrem groß und viele würden also diese Aktie nicht kaufen, so wie Habeck gesagt hat, wäre Deutschland eine Aktie, ich würde sie kaufen, wobei manchmal ist es ja gut, wenn eine Aktie billiger wird, gell? Und der Robert hat sie billiger gemacht, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, du musst mal, das muss man dialektisch sehen. Jetzt stellt sich raus, dass also praktisch doch Sonne, Wind und so doch eine Rechnung schicken und diese Rechnung beträgt fast 8 Milliarden Euro. Warum? Weil jetzt eben die Kosten für die Förderung erneuerbarer Energien stark gestiegen sind und die Schätzungen deutlich übersteigen. Jetzt soll Lindner dem Habeck 8,7 Milliarden Dollar über Euro überweisen. Und das wird auch ein heikles, brisantes Thema, gerade jetzt in den Verhandlungen über den Haushalt. Hier sehen wir übrigens mal einen Kohleverbrauch. Wer verbraucht hier jetzt tendenziell immer mehr Kohle? Asien, Pazifik, vor allem dann auch Indien. Wir holen jetzt wenigstens wieder auf, gell? Braunkohle und so. Das ist einmal fortschrittlich, gell? Wir haben ja nicht nur eine feministische Außenpolitik, sondern auch eine feministische Klimapolitik. Hier sehen wir Frau Baerbock mit Kleinstfahrzeugen, die natürlich elektrisch betrieben werden, meine Damen und Herren. Abschließend drei Empfehlungen. Entweder stürzt ab. Was wird jetzt wichtig? Welche Marken sind wichtig? Wie ist die Stimmung gegenüber dieser Aktie? Kaufen, nicht kaufen? Erste Frage oder erste Empfehlung. Mit dieser Frage gerne weiterempfehlen. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Dies ist folgendes. Wann es dann kommt, kommt es noch. Momentan kommt es nicht. Da ist es, kaum Wort der Stunde, gell? Ist es da, ne? Das ist Technik bei mir. Yuan unter Abwertungsdruck, Sanktionsfolgen der USA gegen Russland. Also das trifft nicht nur, oder die Sanktionen der USA gegen Russland haben einen indirekten Effekt auch auf China. Hochinteressant. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, auch super, super interessant. Also heute bin ich super interessant, gell? Wenn es denn kommt. Das wollte ich jetzt, sonst muss ich das manuell daher klicken. So, da haben wir es. Hier geht es darum, da fehlt jetzt die Überschrift, ja, warte eine Stunde schon, gell? Bitcoin und Nvidia, der Traum, schnell reich zu werden, ist geplatzt. Ja, da wird es einige böse erwischt haben, die gedacht haben, ist doch alles ganz einfach, ist doch alles ganz easy. Auch das ein hochinteressanter Artikel, also diese drei Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.